Letztendlich beliefen sich die Gesamtkosten auf sagenhafte 135 Millionen Euro. Ich stehe hier an Deck der Goldfock des deutschen Segelschulschiffes, was von 2015 bis Oktober 2021 in der Werft lag. Eine Überarbeitung sollte 10 Millionen Euro kosten. Letztendlich beliefen sich die Gesamtkosten auf sagenhafte 135 Millionen Euro. Das Verteidigungsministerium hat Arbeiten ohne Wertanalyse des Schiffes in Auftrag gegeben. Der Bundesrechnungshof hat dies gerügt. Die Werft ist in der Zwischenzeit pleite gegangen. Der Auftrag wurde dann von einer aufkaufenden Werft fortgeführt. 135 Millionen Euro Steuergeld sind hier untergebracht. Ich möchte nicht sagen, verschwendet worden. Ein Neubau eines Schiffes, eines neuen Segelschulschiffes, wäre deutlich günstiger gekommen. Ursula von der Leyen ist hierfür vom Bundesrechnungshof auch geprüft worden. Nichtsdestotrotz, das Schiff segelt wieder. Die Goldfock ist im Wasser und dient wieder der Ausbildung unserer Marine.